Ja, hallo liebe Zuschauer. Heute möchte ich euch die Inspiration zur Honigbienenhaltung stillschweigend weitergeben. Ich möchte heute an dieser Stelle keine Erklärungen geben, sondern euch lediglich die Handführung von mir zeigen. Natürlich bedarf es hier einer kleinen Einleitung. Laut der regenerativen Bienenhaltung bin ich jetzt immer noch in einem 21-Tages-Rhythmus, um meine Bienenvölker anzusehen. Das dient zum Überleben der Kolonien. Wenn ich nicht reingucke, dann weiß ich auch nicht wirklich, was da drin passiert. Und dann laufe ich immer Gefahr, dass meine Honigbienen sterben. Weil ich das nicht möchte, habe ich ja diese regenerative Bienenhaltung entwickelt und da habe ich jetzt eben auch noch im Oktober, November diese 21-Tages-Rhythmen. Ich schwenke erst dann in meinen 6-8-Wochen-Rhythmus, wenn die Bienen wirklich im Winterschlaf sind. Das heißt, wenn wir hier schon wirklich Frost hatten, dann macht es natürlich auch keinen Sinn mehr, da 21 Tage reinzuschauen. Aber jetzt, solange die Bienen noch hin und wieder fliegen, ist es sinnvoll reinzugucken. Und selbstverständlich ist das jetzt nicht eine Volksdurchsicht wie im Frühling, also bitte nicht falsch verstehen. Was ich hier heute mache, sind lediglich Sneak Peeks, also kleine Einblicke, um das Bienenvolk eben vor Problemen zu schützen. Ich hoffe nicht, dass wir heute hier Probleme haben werden. Wenn doch, dann könnt ihr jetzt beobachten, wie ich dann damit umgehe. Und zu den Wetterverhältnissen kann man jetzt nur sagen, ich habe mir doch einen ganz guten Tag rausgesucht. Heute ist tatsächlich Tag 21. Wenn es heute geregnet hätte, dann hätte ich auch die Volkstermine auf ein paar Tage nach hinten oder nach vorne legen können. Das wäre nicht so schlimm gewesen. Wie gesagt, heute ist Glück. Schönes Herbstwetter. Die Sonne scheint. Die Bienen sind trotzdem schon ziemlich, ja nicht eingefroren, aber doch ziemlich träge geworden. Da muss man jetzt vorsichtig Waben ziehen. Und von der Temperatur haben wir jetzt ungefähr 10 Grad, 12.30 Uhr von der Uhrzeit.
Thank you.
Passiert. Oh nein. Entschuldigung, Gesundheit. Also hier ist jetzt was ganz Blödes passiert. Ich habe hier die Statistik weggewischt. Das kann eigentlich nur dann passieren, wenn ein bisschen Zuckerwasser hier drauf kommt. Zucker scheint tatsächlich mein Stabilo sowie Spiritus zu lösen. Tja. Hoffentlich kann ich hier noch was erkennen. Zu
2020, weiß 35, Karnecker Hybrid, Hybrid Grün 28, Hybrid Grün. Gott sei Dank, die 2020, weiß 35. 2020, weiße 35. Hybrid Grün 28. Das hier ist unwiederbringlich weg, aber ich erinnere mich, dass das ein ganz tolles Bienenvolk war. Plus, plus, plus. Plus. Okay. 2019. Okay, halbwegs die Statistik noch gerettet. Ich weiß, die Hälfte fehlt. Und das letzte Bienenvolk. Voilà.
Ich möchte für euch nochmal zusammenfassen. Heute war Tag 21. Perfektes Wetter für eine Volkskontrolle. Wenn es jetzt keinen Frost gibt, keinen Schnee, dann ist der nächste Termin hier auch wieder in genau 21 Tagen. Und dann mache ich genau dasselbe wie jetzt auch. Ich gucke kurz in die Völker rein. Natürlich so, dass keine Bienen beeinträchtigt werden, dass keine Traube, also die Bienenmasse, die unten an Waben hängt, die darf auf gar keinen Fall abbrechen. Da muss man einfach nur vorsichtig arbeiten. Und ich bin heute durchaus glücklich, weil jedes Bienenvolk, wo wir heute gesehen haben, kommt über den Winter. Ich habe bei dem Homehive Einraumbeute, hier das mittlere, da habe ich Milchsäure gesprüht, weil die in der Sekunde tatsächlich brutfrei waren. Und ich habe mit meinen Augen noch Varroamilben auf den Bienen gesehen. Und wer weiß, nachher machen sie nochmal einen Brutzyklus, lieber jetzt sofort. Deswegen habe ich mir auch die Notiz gemacht, keine Oxalsäure, weil die Milchsäure in dem Fall hat es jetzt auch gebracht. Somit kriege ich die Restmilben da restlos raus und die paar, wo übrig bleiben, das ist auch okay. Ich habe Futter gecheckt bei jedem Bienenvolk. Bei dem Volk, das war hier wesentlich stärker wie dieses Bienenvolk. Deswegen habt ihr das vorhin beobachten können, dass ich einfach hier eine Honigwabe von dem etwas schwächeren hier dem stärkeren Volk gegeben habe. Sowas kann man jederzeit übrigens tun. Und alle anderen Völker waren tipptopp. Ich habe hier bei dem Homehive überall die Absperrgitter rausgenommen, dass die Bienen im Winter hier frei rotieren können. Und ja, ich glaube, ansonsten gibt es hier heute gar nicht mehr so viel zu sagen. Ich hoffe, das Video hat euch allen gefallen. Ich hoffe, ich konnte auch Menschen inspirieren, die im Allgemeinen dann doch der Meinung sind, die Bienen komplett zuzulassen im Winter. Wer sowas nicht öffnet, riskiert das Leben seiner Bienen. Deswegen hier als Abschluss mein Appell an alle Menschen, die es im Beruf machen oder auch privat als Hobby. Bitte schaut in eure Völker rein und macht's halt einfach richtig. Also nicht gucken, sondern richtig gucken, dass keine Schadbilder entstehen. Und so könnt ihr, so wie ich, euch jeden Frühling über knapp 100% der überwinterten Bienen dann wieder erfreuen. In dem Sinne, einen schönen Herbst noch. Ciao.